Moin Moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts stelle ich dir die neuen Unterputz KNX-RF-Aktoren von Theben vor. KNX-RF gilt lange Zeit als, als Notlösung, muss man fast sagen, und es war eigentlich nicht möglich, da eine ganzheitliche Lösung in einem Gebäude abzubilden. Theben hat nun neue Unterputzaktoriken auf den Markt gebracht, die ab Januar 2020 verfügbar sind, und die wollen wir euch heute ein bisschen näher vorstellen. Im Grunde genommen hat Theben dreierlei verschiedene Aktoren erstellt. Zum einen einen Unterputz-DIM-Aktor, einen Unterputz-Jalousie-Aktor und einen Unterputz-Schaltaktor. Schauen wir uns zuerst mal den Unterputz-Schaltaktor an. Das Besondere an dem Schaltaktor ist, er ist extrem klein, ähnlich wie der Bluetooth Dimax Dimmer, den wir das letzte Mal vorgestellt haben, passt er eigentlich ganz gut in jede Schalterdose herein. Von den Klemmen her hat er ganz einfach den Schaltkontakt, den L-Leiteranschluss und den Neutralleiteranschluss, und das war es auch schon. An der Seite, und das haben alle Aktoren gemeinsam, habe ich eine Schnittstelle, an die ich eine Leitung anschließen kann, und somit habe ich nicht nur einen Schaltaktor, nein, ich habe auch einen Binäreingang, an den ich jetzt Taste anschließen kann. Das heißt, ich habe wirklich den Vorteil daraus, ich kann meinen vorhandenen Schalter aus der Wand herausnehmen und baue stattdessen diesen Unterputz-Relais-Einsatz oder halt eben auch die beiden anderen Einsätze einfach ein. Schauen wir uns jetzt hierzu einmal die Applikation im Schnelldurchgang an. Allgemein kann ich erstmal sagen, ob die externen Eingänge verwendet werden sollen, ja oder nein. Natürlich macht es Sinn, dieses zu verwenden, wenn man sie schon drin hat. Beim Ausgang an sich kann ich erstmal unterscheiden, welche Funktion ich nutzen möchte. Das heißt, ich habe entweder eine klassische Ein-Ausschalt-Geschichte oder ein aus Verzögerung, eine Impulsfunktion, Treppenlichtfunktion und auch die Blinkfunktion. Was ganz nett ist, kommt es immer häufiger in Schaltaktoren vor, ist die Schwellwertüberschreitung. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, dass der Schaltkontakt erst dann geschaltet werden soll, wenn ein gewisser Bytewert anliegt am Kommunikationsobjekt. Ja, es sind natürlich Sperrfunktionen vorhanden, die ich dementsprechend einstellen kann. Ein Szenenobjekt ist auch natürlich mit dabei. Ich kann auswählen, ob und an welchen Zentralobjekten der Schaltaktor mit tätig sein soll. Das ist immer ganz dann hilfreich, wenn ich eine Zentral-Aus-Funktion oder Zentral-1-Funktion natürlich mit realisieren möchte über einen Hauptschalter. Ich kann die Rückmeldung ein bisschen anpassen, die Betriebsstunden dementsprechend auch mitzählen. Und ich habe interne Verknüpfungen bzw. generell Verknüpfungen, die ich dann als eine kleine Logik mit verwenden kann. Die Eingänge an sich kann ich umschalten zwischen dem Taster, Schalter, Dimmer oder Jalousie-Eingang und dementsprechend meine Ansteuerung ausführen. Je nachdem, wie es voreingestellt ist, kann ich sagen, ob der Tastereingang direkt auf den Ausgang wirken soll oder ob er als natives KNX-Kommunikationsobjekt dienen soll. Das ist ganz hilfreich, um auch mal andere Sachen damit zu steuern, außer zum Beispiel diesen Schaltaktor direkt. Langen Tastendruck kann ich dementsprechend noch einstellen. Also ganz normal wie bei einem regulären Taster-Interface-Taster-Schnittstelle. Eigentlich eine ganz tolle Funktion. Den zweiten Eingang, genau die gleiche Thematik. Den kann ich separat auch nochmal steuern, wenn ich das möchte. Also alles in allem eine schöne Geschichte und da ist auf jeden Fall für jede Anwendung die richtige Auswahlmöglichkeit mit dabei. Ja, neben dem Schaltaktor, wie gesagt, gibt es noch weitere. Wir schauen uns als nächstes den Jalousieaktor an. In meinen Augen eigentlich so der Aktor im KNX-RF-Bereich, der wirklich gefehlt hat.
und mit dem man eigentlich am meisten Lösungen erschlagen kann in einem Einfamilienhaus. Ja, auch hier vier Klemmstellen auf der Vorderseite. In dem Fall haben wir hier natürlich auch wieder den L- und N-Anschluss und dann auf und ab. Wie schon gesagt, auch der Aktor hat an der Seite den Eingang für potenzialfreie Taster. Und somit kann ich einen vorhandenen Jalousieschalter oder Jalousietaster ganz einfach an den KNX RF bringen. Weiter geht's mit der Applikation dazu. Kommen wir nun zum Jalousieaktor. Auch hier kann ich wieder auswählen, Binäreingänge, ja oder nein. Ihr werdet feststellen, die Applikation ähnelt sich natürlich bei den verschiedenen Geräten. Hier kann ich einmal auswählen im Ausgang, ob es eine Jalousie bzw. Rollladen oder Markise ist. Kann dann sagen, woher die Laufzeit kommen soll, ob es über die ETS ist oder ein Einlernen im Inbetriebnahmemodus. Funktionen wie Sonnenschutz sind ganz interessant, weil ich kann jetzt hier sagen, dass ich eine gewisse Verkettung von externen Medien reinnehme. Ich kann also zum Beispiel Raumtemperatur mit reinnehmen und dementsprechend sagen, er soll beim Heizen oder beim Kühlen eine gewisse Endlage anfahren oder ein Preset. Da kommen wir gleich noch zu. Ist ganz nett, habe ich auch noch nicht so häufig bei anderen Geräten gesehen. Die Lüftungsfunktion ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Oftmals der größte Kritikpunkt an einem Jalousie- oder Rollladenaktor, was hier ganz gut gemacht ist. Ich kann hier sagen, dass man, mal aufmachen, dass ich zum Beispiel einen Hoppe-Fenstergriff, das ist so im Retrofit-Bereich eigentlich so das meistgenommene, dass ich die beiden Objekte aus dem Fenstergriff oder aus dem Riedkontakt so einstellen kann, damit der Aktor weiß, wenn welche Konstellation an Eingängen kommt, ob das Fenster gekippt oder geöffnet ist. Und je nachdem, wie es dann aussieht, kann ich sagen, er soll auf ein Preset fahren oder auf die obere bzw. untere Endlage. Auch die Funktion, wenn ich in der Terrassentür beispielsweise nach draußen gehen möchte, was soll passieren? Soll die Jalousie aufbleiben? Soll sie unten bleiben? Wie auch immer, das kann ich eigentlich ganz gut hier einstellen. Natürlich auch eine Sperrfunktion mit dabei, wo ich dann rausfinden kann oder einstellen kann, wie sich das Teil dann verhalten soll. Szenen selbstverständlich auch mit an Bord. Ich kann die Fahrtrichtung nochmal invertieren, falls ich sie falsch angeklemmt habe. Also das passt schon. Die Applikationsumfang ist wirklich schön. Da gibt es jede Menge andere Aktoren am Markt, die diese Funktion nicht bieten. Ich kann auch Presets fahren oder in Position anfahren über 1-Bit-Befehle. Auch nicht ganz verkehrt, kommt auch häufiger vor, wenn ich das so fahren soll. Sicherheitsobjekte natürlich auch mit drin in Verbindung mit einer Wetterstation. Die Presets, die ich einfach hier einstellen kann, 8 Stück an der Zahl, bei denen ich dann vorgeben kann, wenn das Preset aufgerufen wird, wo soll die Jalousie bzw. der Antrieb hinfahren. Wie soll die Reaktion sein bei Busspannungswiederkehr? Auch da eine gute Lösung. Auch da wieder die Presets. Das ist ganz gut realisiert worden. Bei den Eingängen, wen wundert's, da ist jetzt kein Unterschied zum Schaltaktor mit drin, sondern dort ist auch das volle Programm an Funktionen hinterlegt. Das macht auf jeden Fall Sinn und da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Zu guter Letzt schauen wir uns den Unterputz-DIMM-Aktor an. Wie soll es anders sein? Am DIMM-Aktor kann ich auch dementsprechend natürlich L und N anschließen, sowie meinen Leuchtenausgang. Auch der hat die Tasterschnittstelle mit drin, damit ich einfach einen konventionellen Schalter oder Taster anschließen kann
und ihn somit ins KNX-System reinbringen kann. Das Schöne am Unterputz-Dimmer, er hat natürlich auch die bekannte Themen-Dimm-Philosophie mit integriert. Das heißt, ich kann eigentlich extrem gut Retrofit-Leuchtmittel mit diesem Dimmer ansteuern und habe auf jeden Fall ein gutes Resultat nachher. Auch hier schauen wir uns jetzt mal näher die Applikation an. Die Applikation kommt ein bisschen bekannt vor aus den anderen Themen-Dimmern. Ich kann die Dimmwertbegrenzung einstellen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, zum Beispiel im Nachtmodus ganz schön Funktionen auszuführen, dass ich das Licht auf einen gewissen Wert begrenzen kann. Ich kann die Soft-Schalt-Anpassung vornehmen, was ich dann, sage ich mal, einstellen kann, wie lang soll die Dimmkurve sein, bis angedimmt wird beispielsweise. Auch hier Sperrfunktion, natürlich Zentralobjekte, wie ähnlich wie beim Schaltaktor, dass ich dann zentral aus- oder zentral ein Funktionen realisieren kann. Die verschiedenen Rückmeldungen, hier auch mal eine Zwangsführung mit drin, das war im Schaltaktor, soweit ich weiß, nicht. Verschiedene Szenarien, die ich abspeichern kann, auch da wieder Betriebsstundenzähler. Diagnosemöglichkeiten sind auch mit da. Ist ganz hilfreich, würde man jetzt bei einem solchen Aktor gar nicht erwarten in meinen Augen. Aber meine Güte, wenn man es hat, dann hat man es. Die Thematik der Eingänge, die ich frei hinzuschalten kann, identisch wie beim Schalt- oder beim Jalousieaktor. Also alles in allem eine schöne, runde Sache, muss man sagen, sodass diese drei Geräte auf jeden Fall Sinn machen. Und ich denke mal, da sollte auch für jede Anwendung im Einfamilienhausbereich was dabei sein. Wie kommen jetzt diese Geräte ins KNX-System? Man spricht im KNX-RF über den sogenannten Medienkoppler. Auch den hat Themen mit im Sortiment. Von der Bauform und von der Farbe ist es jetzt kein unbekanntes Gerät mehr. Nichtsdestotrotz, Besonderheit bei diesem Medienkoppler ist, dass er KNX-RF im Secure-Modus spricht. Das heißt, ich habe eine wesentlich höhere Sicherheit, was die Datenübertragung angeht. Und man hat immer das Thema Sicherheit im Smart-Home-Bereich. Diese Telegramme sind verschlüsselt und können auch nur über ein Kennwort entschlüsselt oder dementsprechend verändert werden. Ja, also alles in allem bin ich total überrascht und eigentlich total begeistert von dem System. Bisher war es eigentlich nicht möglich, KNX-RF ganzheitlich in einem Retrofit, also im Nachrüstbereich eines Hauses zu betrachten. Diese Unterputzpillen von Theben sind extrem spannend. Die Applikation ist super. Ich habe mit ganz anderen Sachen gerechnet, beziehungsweise das, was bisher am Markt ist, ist von den Funktionen eigentlich eher unterer Mittelwert, unterer Standard. Die Themenaktorik ist wirklich schön aufgebaut. Die Applikation, wie gesagt, sehr frisch, gar nicht Theben-like, muss man fast sagen. Die Binäreingänge machen wirklich Sinn, weil ich kann einen vorhandenen Schalter ganz einfach integrieren in mein KNX-RF-System. Und ich würde fast behaupten, mit dem Baustein ist es auch möglich, ein komplettes Haus umzurüsten auf KNX bzw. auf KNX-RF und kann somit endlich auch mal eine Lösung schaffen gegen diese Einbahn-Smart-Home-Systeme, die es am Markt mittlerweile sehr häufig gibt. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Es werden bestimmt noch viele weitere Produkte von Theben, aber auch von anderen Herstellern kommen. Wir bleiben also gespannt. Ja, wenn ihr Fragen habt zu den Produkten KNX-RF, auch die neuen Produkte von Theben, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns wie immer oder ruft uns einfach an.